Nur 2 Monate nach Prozessbeginn nähert sich das Verfahren gegen die 74 Angeklagten dem Ende. In seinem Schlussplädoyer unterstreicht Chefankläger Ellis noch einmal die politische und psychologische Bedeutung der anstehenden Urteile. Who still turned and twisted on the ground in the field at the crossroads south of Malmedy. Today in America. In Amerika erwarten heute die Überlebenden dieser Massaker, die Mütter, Väter, Bräute, Frauen und Kinder jener, unserer Kameraden, die nicht auf dem Schlachtfeld umkamen, sondern durch die freundliche Gnade der SS ihren Urteilsspruch. Alle diese Kameraden würden heute noch leben, wäre nicht das erste SS-Panzerregiment gewesen. Sie dürfen nicht umsonst gestorben sein. Dann folgt das Plädoyer des Chefverteidigers Oberst Everett. Hohes Gericht, als die Verteidiger sich vor knapp 3 Monaten versammelten, war zunächst jeder von uns ratlos, wie wir diese 74 Angeklagten nach all den Zeitungsberichten über jenen blutigen Zwischenfall noch verteidigen sollten. After all the newspaper accounts of this bloody incident. Eine generelle Schwierigkeit lag darin, erst einmal das Vertrauen unserer Mandanten zu gewinnen. Jeder von ihnen dachte zunächst einfach, dass es sich um einen neuen Trick à la Schwäbisch Hall handele. Sie mögen sich gewundert haben, warum nur einige der Angeklagten als Zeugen in eigener Sache auftraten. Das war meine Entscheidung. Nach Monaten der Einzelhaft wurden sie immer noch von der Furcht vor den Verhöroffizieren beherrscht. Hätte ich nicht dagegen entschieden, so wäre hier ein vollständiges Bild all dieser Tricks, üblen Kniffe und Misshandlungen gezeichnet worden. Aber pflegt die Armee der Vereinigten Staaten im Allgemeinen solche Verfahren so zu führen? Sie und ich kennen die Antwort. Unsere Armee ist hart, aber fair. Halten Sie Gewaltanwendung, Scheinverfahren, falsche Ankläger und Verteidiger, Versprechen auf Freilassung und so weiter für legitime Tricks amerikanischer Armeetradition würdig? In einigen Fällen hat die Anklage versucht, durch gewisse Geständnisse Erschießungen nachzuweisen an Friedhofsmauern, die es überhaupt nicht gibt. Remember the state of mind of these kids. Halten Sie sich den Gemütszustand dieser halben Kinder vor Augen. Sie sind alle voller Furcht und haben kaum noch Hoffnung. Würden Sie unter solchen Umständen, und wenn Sie so jung wären, nicht auch alles unterschrieben haben, wenn Sie dafür hoffen könnten, in ein paar Monaten frei zu sein? Der große Patriot Thomas Paine hat einmal gesagt, wer seine eigene Freiheit sichern will, muss auch seinen Feind vor Unterdrückung schützen. Wenn er hier seine Pflicht verletzt, schafft er einen Präzedenzfall, dessen Folgen ihn am Ende selber treffen. Everett kämpft auf verlorenem Posten. Die politische Bedeutung des Prozesses und der Erwartungsdruck der amerikanischen Öffentlichkeit überlagerten die differenzierte und wahrheitsgemäße Aufarbeitung der Geschehnisse. 16. Juli 1946, Urteilsverkündung. Einzeln müssen die Angeklagten vor ihre Richter treten. In soldatischer Haltung nehmen sie den längst erwarteten Urteilsspruch entgegen. Court in closed session, at least 2/3 of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to death by hanging at such time and place as our authority may direct. Joseph Dietrich. Der Oberbefehlshaber der 6. SS-Panzerarmee, Obergruppenführer Sepp Dietrich. At least 2/3 of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to life imprisonment, commencing forthwith at such places may be designated by competent military authority.
durch nach Beratung und der Zustimmung von mindestens 2/3 bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder verurteilte das Gericht zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung sofort beginnt. Die Strafe wird einfach von der höheren Militärbehörde bestimmten Ort vollstreckt werden. Georg Flips. The court in closed session, at least 2/3 of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to death by hanging at such time and place as high authority may direct. Georg Flips, nach Beratung und Zustimmung von mindestens 2/3 bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder, verurteilt das Gericht zum Tode durch Hängen. Verstreckung des Urteils wird von höheren Militärbehörden bestimmt werden. Das Urteil gegen den Führer der Kampfgruppe, Standartenführer Jochen Peiper. The court in closed session, at least 2/3 of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to death by hanging at such time and place as high authority may direct. Joachim Peiper, nach Beratung und Zustimmung von mindestens 2/3 bei der Abstimmung anwesend, Mitglieder verurteilt zu das Gericht zum Tode durch Verhängen. Am Ende sind 43 Männer zum Tode, 22 zu lebenslänglichen und 8 zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Zur Urteilsfindung hatte das Gericht genau 2 Stunden und 20 Minuten gebraucht. Das sind für jeden Angeklagten nicht einmal 2 Minuten. Keines der verkündeten Urteile wurde begründet, weder während der Urteilsverkündung noch zu einem späteren Zeitpunkt. Die Chance, den Deutschen nach 12 Jahren NS-Diktatur Rechtsstaatlichkeit zu demonstrieren, wurde jedenfalls mit solchen Prozessen gründlich vertan. Nun ist das eigentlich ein typisches Verfahren, das wir aus den sowjetischen Schauprozessen kennen. Die ermitteln, bestimmen eigentlich die Richtung. Es wird vorgelegt vor Gericht und die Richter bestimmen nur das Strafmaß. Sie gehen davon aus, dass das, was die Ermittler beigebracht haben, auch stimmt. Und so ist dieser Malmedy-Prozess eigentlich ein typischer Schauprozess. Nach der Urteilsverkündung wurden die Männer nach Landsberg überstellt. Die schwer bewachte Festung ist Zuchthaus und Hinrichtungsstätte in einem. In Landsberg saßen neben den Männern der Kampfgruppe Peiper auch Verurteilte anderer Prozesse ein. Zweifellos trafen daher die Hinrichtungen auch Täter, die in den Konzentrationslagern entsetzliche Verbrechen auf sich geladen hatten. Aber den Gang zum Galgen traten auch völlig Unschuldige an. Der damalige evangelische Gefängnispfarrer August Eckhardt erinnert sich an seine Gespräche im eigens eingerichteten D-Block, in dem die Todeskandidaten saßen. Erdgeschoss war der sogenannte D-Block, Death, heißt Todes. Da waren Einzelzellen, schwer bewacht, alle, die zum Tode verurteilt wurden, im Death-Block, unten im Erdgeschoss. Da habe ich oft nächtelang diskutieren müssen mit den Kerlen. Ich hing in meiner Zelle drin und keine Redefreiheit, nichts zu reden, nichts zu essen, nichts zu trinken. Ich musste um jedes Glas Wasser betteln. Das konnte ich zum Schluss nicht mehr aushalten. Für die zum Tode Verurteilten, die wegen ihrer besonders gefärbten Kleidung als Rotjacken bezeichnet wurden, begann das qualvolle Warten auf den Galgen. Woche für Woche mussten sie mit ihrer Hinrichtung rechnen. Kaum zu ermessen sind die seelischen Qualen der Verurteilten, zumal viele noch halbe Kinder waren. Bis 20.04.1948 hatte ich dann die rote Jacke getragen. Ich habe mir als Souvenir dann, wie ich begnadigt worden bin, einen Knopf abgemacht. Den habe ich heute noch. Seelische Quälereien haben sie immer gemacht. Die Wachmannschaften haben uns den Strick gezeigt, um damit zu zeigen, dass wir aufgehängt werden. Zur Vollstreckung der Urteile wurden im Hof des Gefängnisses 2 Galgen errichtet. An jedem Freitag fanden die Erhängungen statt, die in allen Einzelheiten auf Film festgehalten wurden. Wenn Hinrichtungen waren,
wurden die Zellen zugemacht, den Klapper hoch, damit man nicht rausgucken konnte.